Wake up! Die Days of Play sind wieder gestartet. Noch bis zum 12. Juli feiert PlayStation mit euch und wir haben die wichtigsten Infos. Mit vielen fetten Rabatten auf Games, PlayStation Plus Abos und Hardware. Bereit? Dann sofort mal was Feines für Freunde des gepflegten Online-Vergnügens. Nein, nein, nicht das Vergnügen. Mach mal fix die Hände wieder auf den Tisch. Was wir meinen, sind 25% auf alle 12 Monatsabos bei PlayStation Plus. Das gilt übrigens auch, wenn ihr euer bestehendes Modell auf eine höhere Stufe upgradet. Also zum Beispiel beim Wechsel von Extra zu Premium. Bei PlayStation Direct bekommt ihr außerdem noch ordentlich Rabatt auf Games und Hardware. Fernbedienung, Ladestation, Kamera, das 3D-Puls-Headset bis zu 17% günstiger. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Abos alle wieder frisch und Hardware aufgestockt? Dann ab an die Games. Und da gibt's direkt das beste Ende der Welt für euch. Wenn ihr bisher aus irgendeinem wahnwitzigen Grund noch nicht God of War Ragnarök gespielt habt, dann haben wir aber eigentlich nur zwei Dinge für euch. Erstens, Mitleid. Ihr habt verdammt nochmal was verpasst. Zweitens, Neid. Denn ihr habt das alles noch zum allerersten Mal vor euch. Wie geil ist das denn? Für nur 49,69 € dürft ihr euch mit Kriegsgott Kratos und seinem Sohn Atreus ins Finale der nordischen Götterdämmerung stürzen. Wem bei göttlicher Optik, astreiner Third-Person-Action und einer der besten Stories der letzten Jahre nicht ganz Muspelheim-mäßig warm ums Herz wird, der hat sein Herz wohl in Helheim verloren. Ein Grund mehr, sich auf eine epische Reise zu machen. Wenn ihr God of War Ragnarök dann auf der schwierigsten Stufe durch habt, seid ihr vielleicht gerade so fit genug für From Softwares Meisterwerk. Sekiro Shadows Die Twice gibt's bei den Days of Play für 34,99 €. Aber bezahlen werdet ihr vor allem mit euren Nerven. Denn der Ritt auf der Samurai-Klinge des Wolfs verlangt euch mehr ab als die allermeisten Spiele. Es belohnt dafür im Gegenzug aber auch mit einem größeren Adrenalin-Rush als das meiste, was ihr je gespielt habt, zusammen. Außer die anderen From Software-Spiele vielleicht. Ja, das wahrscheinlich außergewöhnlichste Souls-like ist verdammt fordernd. Aber nirgends passen Gameplay-Anspruch und Story besser zusammen als hier. Und nichts schlägt das Gefühl, endlich die perfekte Parade zu meistern und in einem Bossfight keinen einzigen Treffer einzustecken. Was AAA-Games genau ausmacht, dazu haben wir gerade erst ein Video gemacht. Wer es verpasst hat, einfach mal hier oben rechts klicken. Was ein SGCPA ist? Okay, das haben wir uns gerade ausgedacht. Norco ist für uns eben ein Southern Gothic Point-and-Click-Adventure. Anders gesagt, ein bisschen Albtraum, ein bisschen düsteres Textrollenspiel, ein bisschen absurder Humor. Das alles angesiedelt in den Sümpfen von Louisiana, wo sich zwar alles ein bisschen verloren anfühlt, ihr aber trotzdem eure verlorene Familie finden müsst. Der Pixel-Art-Style rundet das Ganze perfekt ab. Und dann ist da noch die Sache mit der Katze, die ihr in den Weltraum schießen könnt. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern. Für 8,99 € gibt's einen Indie-Geheimtrip, der selbst manche AAA-Games locker schlägt. Locker zuschlagen könnt ihr dann auch direkt noch bei Red Dead Redemption 2. Denn was sind schon 19,79 € für Rockstars grandiose Ballade über Arthur Morgan und die Dutch Wendelin' Gang? Man muss nicht unbedingt im Westernfieber sein, um dieses Spiel zu lieben. Aber die Ansteckungsgefahr ist groß. Rache, Raubüberfälle und rauchende Colts, das sind nur ein paar Grundzutaten für Red Dead Redemption 2. Einer der lebendigsten Open Worlds der Spielgeschichte, Charaktere für die Ewigkeit und Story-Missionen, wie sie eben nur Rockstar designen können. Wer mit Lenny mal ein Heben war, vergisst das so schnell nicht. Genauso wie den ganzen Rest. Vergessen wollen wir außerdem nicht die PSVR 2-Fraktion. Wenn ihr da nur eine einzige Empfehlung wollt, dann lasst euch Before Your Eyes nicht entgehen. Für 11,99 € bekommt ihr ein Spiel, das eure Augen zum Controller macht. Ja, richtig gehört. Jedes Mal, wenn ihr blinzelt, wechselt die Szenerie. Und weil ihr hier als Benjamin Brin am Ende eures Lebens schon mal zurückblickt, wird das nicht bloß zum Gameplay-Gimmick, sondern eine ziemlich spannende Sache. Und eine emotionale. Ob die PSVR 2 augenwasserdicht ist? Wir fragen für einen Freund. Bevor es hier zu gefühlsduselig wird, lieber schnell weiter. Wir lieben richtig gute Remakes. Dead Space ist leider keins. Aber nur weil Dead Space ein absolut überragendes Remake ist.
Egal ob mit Nostalgiebrille vor dem ikonischen Helm oder zum allerersten Mal, der Space Trip mit Isaac Clarke und die USG Ishimura gehört in jeden Gaming-Lebenslauf. Unsere Meinung. Für 55,99 Euro gibt es einen der Höhepunkte 2023 jetzt zum Tiefpreis. Und der bietet, was eben nur Dead Space bietet. Third-Person-Survival-Horror mit Mutanten im Weltraum. In atmosphärischer Perfektion dank voller PS5-Power. Also sammelt eure Extremitäten zusammen und säbelt sie dann gepflegt den Necromorphs ab. Denn das ist das Einzige, was auch hier retten kann. Adrenalin ja, aber bitte ohne Aliens? Klingt nach dem 34. Spieltag. Okay, Bundesliga ist schon wieder aus, aber die FIFA-Saison schläft nie. Für 39,99 Euro dürft ihr jetzt den Transfer-Schnapper des Sommers auf eure PlayStation-Platte packen und dann das echte Saisonende korrigieren, falls euch danach ist. Die Ultimate Edition von FIFA 23 hat alles, was das Fußballherz begehrt. FIFA Ultimate Team, Volta, Karriere, alles dabei. Rollt den digitalen Rasen aus und zeigt den Messis, Ronaldos und Mbappés da draußen, wer wirklich der GOAT ist. Und vor allem natürlich den Kumpels auf der Couch. Auf die Therapie-Couch könnt ihr euch dann direkt im Anschluss an The Last of Us Part 1 legen. Denn es ist egal, ob ihr zum ersten Mal euer Herz von Ellie und Joel brechen lasst oder schon seit PS3-Tagen einfach nicht die Finger von Naughty Dogs emotionalem Fleischwolf lassen könnt. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Zumindest fühlen wir dabei immer so ziemlich alle Feels, die so Menschen möglich sind. Die traumhafte Traumatisierung könnt ihr aktuell für 59,99 € auf eure PS5-Platten laden und dann selbst entscheiden, ob das hier die beste Videospielstory überhaupt ist. Und die beste Wartezeitüberbrückung bis zur zweiten Staffel der Serie habt ihr dann auch schon parat. Für noch mehr Nachschub und Rabatte am besten direkt im PlayStation Store nachschauen. Marvel Spider-Man Miles Morales gibt's da zum Beispiel auch noch für schlappe 29,99 €. Wo ihr als erstes zuschlagt, schreibt ihr uns am besten als euren Insider-Tipp in die Kommentare. Abo und Glocke sind gratis, genauso wie das nächste Video hier. Tschüss, Adolf.